Hier werden Sie kurz informiert mit Isabel Grünewald. Hessen glänzt bei Digitalpolitik, Hamburg liegt hinten. Welche Bundesländer legen die besten Grundlagen für die Digitalisierung der Wirtschaft? Diese Frage beantwortet nun der Eco-Verband der Internetwirtschaft. Demnach sei es Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gelungen, die besten nachhaltigen und zukunftsorientierten Strategien für eine digitale Standortpolitik aufzulegen. Am schlechtesten schneiden Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ab. Beim Spitzenreiter Hessen lobt der Eco-Verband, dass das Land die umfassendste Digitalisierungsstrategie entwickelt und bereits viele konkrete Förderprojekte auf die Beine gestellt habe. Ökostrom erreicht Rekordanteil. Vor allem, weil es im vergangenen Halbjahr mehr Wind gab als im ersten Halbjahr 2018, stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 44%. Das teilte der Energieverband BDEW mit. Im Vorjahreszeitraum waren es 39%. BDEW-Chef Stefan Kapferer mahnte, dass der Ökostromrekord zwar eine erfreuliche Momentaufnahme sei. Wenn der Ausbau jedoch so weiterlaufe wie bisher, liege der Anteil 2030 bei nur 54%. Die Große Koalition strebt 65% an. Forschungsprogramm für autonome Roboter. Autonome Roboter und Drohnen sollen künftig zunehmend Rettungseinsätze übernehmen, die für Menschen zu gefährlich sind. Das Bundesforschungsministerium hat dazu angekündigt, im Programm Forschung für die zivile Sicherheit zwei nationale Kompetenzzentren und weitere Projekte zu fördern. Damit sollen intelligente Robotersysteme vorangetrieben werden, die unter Wasser, in der Luft, bei starker Hitze, radioaktiver Strahlung oder in anderen menschenfeindlichen Umgebungen agieren können. Hardware ersetzt Wahrsager. Wie lässt sich Aberglaube in Nullen und Einsen umsetzen? Dieser Frage ist das Designstudio Automato.Farm für das Wiener Museum für angewandte Kunst auf den Grund gegangen, berichtet die Zeitschrift Make. Herausgekommen sind drei Hardware-Kits unter dem Namen Believe It Yourself, die auf mystischen Traditionen basieren. Sie können die Zukunft vorhersagen und zeigen den Feng Shui-optimierten Weg zu mehr Balance im Leben. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.